So, Hallöchen, liebe Freunde. Ich bin's mit einem neuen Video für euch. Und zwar dieses Mal zum Thema ID 8. Das ist das neueste Update, wie ihr schon seht, für das Android-System. Intern hier im System, zeige ich euch nachher, nennt sie sich zwar GSUI, aber eigentlich von der Reihenfolge her wäre es jetzt das ID 8. Ich weiß jetzt nicht, warum sie es dieses Mal anders so benannt haben. Versionsnummer ist die 3.08. Und ja, wollte euch einfach mal so ein paar neue Sachen zeigen und mal die einzelnen Punkte durchgehen. Das konnte ich ja so in dem letzten Clip nicht so ganz bis in die Tiefe rein. Das würde ich jetzt noch so ein bisschen vertiefen, das Ganze. Zum einen haben wir wieder Autoinfo, wo wir ganz normal zurück können auf unser NBT-Cockpit. Dann haben wir Armaturenbrett, was auch, wenn ich einen Motor am Laufen habe, auch die Drehzahl dann wirklich auch anzeigt. Wenn ich da reingehe, hat es auch eine völlig neue Ansicht. Finde ich auch sehr, sehr cool gemacht. Sieht auch sehr gut aus, wie auch bei den vorigen Versionen. Zeigt es auch an, wenn die Türen offen stehen oder... Kann man mal das Dach hier aufmachen, das macht es glaube ich nicht. Ne, das macht es nicht, wenn ich jetzt hier die Türe aufmache. Ah, jetzt war natürlich gerade der Saft weg. Aber passt ja. Mal den Motor an. Da sehen wir auch, dass die Drehzahl da ist. Das ist super. Was mich ein bisschen stört an diesem neuen Armaturenbrett ist, dass keine Cockpit-Anzeigen mehr angezeigt werden. Außer die Reichweite und die Literanzahl. Aber sonst hat man auch so ein Gimmick gehabt, wie dass jemand nicht angeschnallt war oder wenn irgendeine Fehlermeldung aufgetreten ist oder irgend sowas, dass das auch mit angezeigt worden ist als Symbol. Das haben sie leider in ID 8 rausgeworfen, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob da vielleicht jetzt ein anderer Programmierer auf einmal dahinter steckt. Fände ich immer gut, wenn da vielleicht einfach die Entwicklung. Machen wir den Motor mal wieder aus. Wenn einfach die Entwicklung weitergehen würde und man nicht immer alles über den Haufen werfen würde, so wie es bei den vorigen Versionen auch war, dann wäre es ganz gut. Dann haben wir wie immer unser Navigationssystem. Da kann ich auch wie bei den vorigen Versionen hinterlegen, ob ich jetzt Google Maps oder ein anderes Navi hinzufügen möchte. Dann das Telefon, das sieht auch optisch von der Ansicht gleich aus. Da habe ich momentan noch einen Bug drin. Ich kann mich nicht mit meinem Handy verbinden. Zwischendurch hat das angezeigt, wenn ich über die Mode-Taste gegangen bin. Können wir gleich nochmal ausprobieren im Anschluss. Anwendung ist auch so geblieben wie sonst, was sich dahinter versteckt. Musik müssen wir mal ausmachen wegen Copyrights. Besser ist das. Ja, ist auch die alte Ansicht, da hat sich nichts geändert. Videos sieht auch aus wie zuvor. Der Browser, machen wir auch mal kurz auf. Ganz normal, der Google Browser. Ne? Dateimanager ist auch der, wie in den vorigen Versionen, der dahinterlegt ist. Einstellungen. Gehe ich mal kurz rein, sieht man, ne? Hier System, blätter ich mal durch, da kommt die Helligkeit. Was neu ist, wie ich es gerade wieder sehe, ist das Stummschalten beim Anlegen des Rückwärtsgangs. Das funktioniert tatsächlich auch, das finde ich ganz gut. Habe ich bei mir aktiviert. Dann halt, ja, Toneinstellungen. Leider sind übrigens immer noch, der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen, Übersetzungsfehler drin, die wurden von der letzten Version einfach übernommen. Da hat sich leider nichts getan. Hier kann ich euch mal gerade die Version zeigen. 3.08 wäre das. Ich habe ja, wie ihr schon in einem anderen Video gesehen habt, einen Snapdragon drin mit 4 GB RAM. Und das läuft auch wirklich gut, das hatte ich ja schon in einem anderen Video gesagt, da bin ich auch immer noch wirklich zufrieden mit. Das Einzige ist, es ist leider immer noch nicht behoben worden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich da noch keine Kamera angeschlossen habe oder irgendwas. Vielleicht kann mir da einer mal einen Ratschlag zugeben, dass beim Vorwärts einparken
nach wie vor die Ansicht ausgeblendet wird von den Parksensoren. Die Parksensoren sind immer noch aktiv, also man hört es auch, dass es piept, aber nach wie vor habe ich diesen Fehler, dass da das nach kurzer Zeit ausgeblendet wird. Oder ich muss so langsam fahren, dass ich es nicht abschalte. Aber anscheinend ist das ein Fehler, dass das bei geringster Geschwindigkeit schon sich abschaltet. Ja. Ansonsten können wir mal kurz auch noch in die Fabrikeinstellung gehen. 1314 ist ja das Passwort da, wer das noch nicht weiß. Ich gehe mal kurz die einzelnen Funktionen durch. Vielleicht ganz interessant. So, da sind so ein bisschen neue Sachen auch dazu gekommen. Diese AHD-Kamera, ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht gegoogelt. Im Forum haben sie auch schon gefragt, was das genau dahinter steckt. Dann Video deaktivieren während der Fahrt funktioniert leider immer noch nicht. Sehr schade. Was neu dazu gekommen ist, ist dieser Button. Das hat einige sehr, sehr gefreut. Und zwar, dass man jetzt im Hauptmenü und der Musik jetzt seine eigene App hinterlegen kann. Das ist sehr, sehr cool. Und das ist auf jeden Fall sehr nice. Ja. Und an sich, was haben wir sonst noch? Bei Fahrzeug haben wir diese ganzen Sachen hier noch drin. Tacho und sowas. Achso, ja, genau. Das ist mir gerade eingefallen, das kann ich gleich nochmal zeigen. Vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen. Tacho ist allerdings 330 als Geschwindigkeit angegeben im Maximalbereich. Damit müssten sie vielleicht auch noch ein bisschen überarbeiten. Ansonsten hat sich hier so viel nicht getan, wie man sieht. Hier ist noch dazu gekommen ein paar Einträge. Die Evos. NBT Evo ist dazugekommen und hier sieht man UIGS nennt sich das Ganze. Und ja, das war's schon im Großen und Ganzen. Sonst habe ich jetzt hier nichts noch drin. Wie gesagt, hier sieht man 330. Ganz witzig, so schnell fährt man leider nicht. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Und was noch dazu gekommen ist, finde ich jetzt sehr gut, ist im iDrive die Tastenbelegung. Da wurde erweitert. Also ich kann jetzt wirklich hier mit zum Beispiel Telefon drücken. Entschuldigung, das geht noch nicht. Telefon und Radio sind nicht drauf, Media auch nicht. Aber das Navi öffnet sich zum Beispiel jetzt. Das war sonst nicht bei mir. Optionen, da komme ich auch direkt in die Einstellungsmenü und bei Back. Das ist so geblieben wie sonst auch. Oder ich kann jetzt auch sagen hier, wenn ich Menütaste drücke, dann komme ich auf die Hauptansicht. Das ist auch sehr, sehr cool. Also, auf jeden Fall coole Sachen dazugekommen. Wenn da noch ein bisschen mehr noch gemacht wird, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ich würde mir noch wünschen, dass zum Beispiel die Mediataste noch hinterlegt wird, dass man da wirklich auch zum Beispiel sagen kann, okay, ich möchte jetzt die Musik-App öffnen oder halt wenn ich da vielleicht eher immer irgendwie Videos laufen habe mit Musik, das habe ich immer meistens im Hintergrund laufen. Das wäre noch sehr nett, wenn das gehen würde. Telefon natürlich auch. Also man sieht, man kann die Tasten alle belegen. Das wäre schon sehr cool. Und was bei mir leider immer noch nicht geht, ist die Sprachtaste. Kann ich zwar ins Navi reingehen, ich kann ja mal jetzt, wenn ich auf Radio gehe, habe ich gerade noch eine Fehlermeldung drin. Und ich die Sprachtaste drücke, komme ich zwar in mein Navi rein, das funktioniert super, aber ich kann leider nicht sagen, ich drücke jetzt länger drauf und dann noch eine zweite Funktion, das funktioniert leider bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach nicht diese Ausstattung habe im BMW, aber ich denke mal, das ist schon technisch möglich von der Programmierung her. Man könnte auch sagen, dass man vielleicht zweimal hintereinander drückt einfach und dann noch eine andere Funktion hinterlegt. Also da ist durchaus, denke ich mal, noch was möglich. Da kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ist auf jeden Fall der richtige Weg, wie gesagt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und könnt ihr ja gerne mal noch ein paar Kommentare unten drunter schreiben, falls ihr auch noch dazu Anmerkungen habt. Ansonsten, eins hätte ich noch. Einen Bug habe ich auch noch. Da würde ich auch noch gerne kurz drauf eingehen. Weil ich leider gerade überblättert. Und zwar ist das die Helligkeit.
Da kann man jetzt in der Fabrikeinstellung unten 13, 14. Das ist auch leider noch so ein Bug. Ist aber auch neu dazugekommen. Wo war es denn? Muss ich gerade selber gucken. Kann man mich jetzt einstellen, dass es die Helligkeit mit dem Bordsystem zusammenhängt. Leider dimmt es zwar die Beleuchtung, aber jetzt ist es aufs Bild weg. Ja gut, das Bild ist weg. Nicht so schlimm. Machen wir den Motor nochmal an. Kann ich einstellen, dann kann ich auch wirklich die Beleuchtung runterdrehen, aber sie leider anschließend nicht mehr hochdrehen. Da sollten die auf jeden Fall noch nacharbeiten. Da bleibt es dann einfach stecken und bleibt dann dunkel. Wenn das noch gemacht wird, dann wäre es wirklich super. Da würden wir uns dann drüber freuen. Und wenn natürlich hier auch noch so ein paar weitere Menüeinträge zukämen, wie zum Beispiel sagen kann, mein Apple CarPlay Adapter, dass ich den dann direkt öffnen könnte. Das würde mich sehr freuen. Oder auch ja, einfach noch eine andere App, die man vielleicht häufiger benutzt. Ne? Manche sind ja auch hier ein Digital-Radio-Adapter oder sowas. Wenn das noch hinzukäme oder auch einfach noch einen Menüpunkt, wo man ihn frei gestalten kann, das wäre noch sehr wünschenswert. Und natürlich vielleicht auch einfach eine andere Farbe hinterlegen kann. Dass man sagt, statt Rot hätte ich gerne ein Blau, weil es dann besser zu BMW passt oder sowas. Oder allgemein einfach die auch die Ansicht ändern kann. Das wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert. Da fehlt mir auch noch was zu ein. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr zum Ende. Wo habe ich es? Da muss ich nochmal in die Fabrikeinstellungen rein. 13, 14. Das ist mir aufgefallen, das ging mich vorher sonst auch nicht. Komme nur leider nicht mehr denn zurück. In dem Fall. Und zwar, wenn ich jetzt hier sage, ich möchte jetzt auf die andere Ansicht wechseln. Ich sage mal ID6. Das ist eigentlich mein Favorit gewesen, weil es BMW nahe war. Und ich jetzt hier reingehe, dann habe ich auch so direkt hier sogar die Ansicht. Also da haben sie anscheinend auch schon was gemacht, weil das ging mich sonst nicht. Da musste ich wirklich erst das System neu starten, damit die neue Ansicht kam. Wäre cool, wenn man da auch noch nacharbeiten würde und da vielleicht auch noch was macht. Übrigens, wenn ich jetzt hier ins Armaturenbrett gehe, ist dann auch diese Ansicht hinterlegt. Aber da würde ich mir wirklich wünschen, wenn man da noch hier diese Übersicht auch weiter ausbauen würde und dass es einfach ein bisschen mehr gepflegt wird, das Ganze. Ja, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Aber das hatte ich ja schon einmal erwähnt. Und ja, bleibt dran am Ball und viel Spaß noch.